Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's euer Dread und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Biomutant Video eingeschaltet habt. Und ich kann euch nur eins sagen, Leute, normalerweise bin ich ein Typ, der testet ein Game von Anfang bis zum Ende durch. Ich baue Builds, ich baue Guides und so weiter, aber das hier ist eine Herzensangelegenheit. Ja, ich habe, und so geht's bestimmt vielen von euch auch, ich habe mir so ein paar Reviews reingezogen von ein paar Zeitschriften, von ein paar Foren, von ein paar Blogs. Und ich dachte so, das kann aber wenig hier werden, ja. Aber ich bin Typ, ich teste immer selbst. Weil ich bin schon ein paar Mal, beziehungsweise habe ich Games anders gefühlt als die Tester in Anführungsstrichen. Und hier ist es aber ganz krass, ja. Es tut mir leid. Ich muss es an dieser Stelle wirklich sagen, es tut mir unendlich leid. Ich habe gestern Biomutant gestreamt. Ich hatte keinen Early Access oder sowas. Ja, ich bin ganz normal reingegangen um 19 Uhr, wie ihr auch. Hab jetzt ungefähr 10 Stunden auf der Uhr. Ja, 6 Stunden davon war ich live. Hab das mit dem Stream erlebt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe einfach verdammt viel Spaß gehabt. Es tut mir unendlich leid, aber ich hatte verdammt viel Spaß. Das Game ist kein perfektes Game, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte euch eins mitgeben, Leute. Von Herzen, ja, weil ich bin Gamer. Ey, testet den Stuff selbst. Ich gebe euch auch gleich noch ein, zwei Worte dazu, was ich gut, was ich schlecht finde. Aber wenn ihr detaillierte Reviews anschauen wollt, dann müsst ihr die Leute schauen, die schon 5 Tage vorher irgendwie Zugriff haben oder so. Aber eins kann ich nicht teilen. Und zwar, dass das so ein Schmutzgame ist, dass sich das nicht lohnt, wenigstens mal zu testen oder zu spielen. Weil einige von den Redakteuren haben irgendwie nicht so ganz gute Arbeit geleistet. Als ich das dann erlebt habe und mir den Review angeschaut habe, da haben Dinge nicht gestimmt. Fakten. Ja, zum Beispiel, dass die Werkbank keine Bedeutung hat oder sowas, habe ich irgendwo mal gesehen. Ja, ich möchte hier niemanden fronten an der Stelle. Ja, oder komplett paradox. Es gab einen Test und es gab einen Livestream zu dem Game und der mag gesponsert sein, hin oder her, ja. Aber der Mensch dahinter, der hatte ja Spaß beim Spiel. Und da ist es auch egal, der Tester kann ein total anderes Erlebnis haben als der Spieler selbst, der gerade den Livestream hat. Da gibt es niemanden zu verurteilen. Ja, aber der Mensch hatte einfach 40 Stunden Spaß dahinter in diesem Livestream und davor. Und genau dieses Feeling möchte ich einfach mit euch teilen. Deswegen ist es mir so wichtig, dieses Video schnell rauszubringen. Ja, weil genau das sehe ich so. Mir macht die schöne Welt Spaß. Ja, mir macht das Looten Spaß. Mir macht das Craften Spaß. Und mir macht das Campen Spaß. Und jetzt kommen wir zu den kleinen Vor- und Nachteilen, die ich bis jetzt so in dieser recht kurzen Zeit, für mich kurze Zeit, erlebt habe. Die Kämpfe machen wirklich viel Spaß. Hier diese Max Payne Bullet Time, ja, der springt so in Zeitlupe hin und her, dodgt, du gibst dir eine Schelle mit deinem Stab, zack, auf den Kopf, Wing Chun, let's go, Cat and Faust. Es ist so lustig. Und das Ganze könnte sich aber wuchtiger anfühlen, wie bei Monster Hunter, wenn du einen großen Hammer schwingst, fühlst du den großen Hammer auch, ja? Aber ey, es macht trotzdem Bock. Ja, ich geb dir eine Nuts, wechsel auf meine Fernkampfwaffe, baller da rum und ich bin dunkler Psi-Magier. Das sieht man jetzt hier. Ja, ich caste so krasse Lichtblitze im Early Game. Dann zack, Bullet-Time-mäßig breche ich in die Gegner rein. Chachumis, let's go. Fuchswurf. Ja, es macht einfach Bock, ey. Ulti. Die Kombination könnten etwas variabler sein, ja. Du spielst schon immer so eine ähnliche Rote ab, aber die wechselt auch nochmal mit der Waffe, beziehungsweise das fühlt sich nochmal etwas anders an, aber im Sounddesign und auch in der Wuchtigkeit könnte da noch ein bisschen mehr Flexibilität reinkommen. Wenn der Sound noch krasser wäre, ja, das würde ich fühlen, aber ey, das ist kein schlechter Kampf. Das macht echt viel Spaß. Ja, auch die unterschiedlichen Waffen machen echt viel Spaß. Ja. Dann der Erzähler, die Quest. Jo, es ist kein Quest-Design, es ist auch kein Spiel, was jetzt irgendwie, wo ich sage, das wird das Spiel des Jahres oder so, ja, oder das Quest-Design ist krank, aber das Quest-Design ist auch nicht langweilig. Ich muss jetzt hier zum Beispiel an der Stelle, musste ich verschiedene Außenposten übernehmen. Und jeden Außenposten habe ich einfach anders übernommen. Ja, mal wurde ich drüber geschleudert, musste vorher einen Helm suchen, dann bin ich da mit meinem Helm gelandet. Auf der anderen Seite musste ich Motten im Keller jagen, damit die dann rausgeflogen kommen und die da irgendwie ablenken. Mega nice. Ja, es gibt auch wesentlich schlechteres Quest-Design. Dann auch diese
Gesinnung. Es macht sehr wohl was aus, ja, wo, für welchen Weg ich mich entscheide. Die Quest-Texte und so, die sind schon ziemlich gleich und oft wird auch irgendwas wiederholt. Ja, das muss ich auch sagen, ganz klar, jetzt schon, aber ich skippe die sowieso nur. Wobei ich den Erzähler zum Beispiel total angenehm finde. Ja, ich finde auch manchmal echt lustig, was er so erzählt. Und ich finde, ich habe den auf 1 gestellt und keiner oder keinem gestern im Stream ist dieser Erzähler auf den Sack gegangen. Ich habe nach 6 Stunden gefragt, nach 5 Stunden, die lange dabei waren, haben gesagt, auf gar keinen Fall, Dreed. Komischerweise die gestern in den Stream kamen, wo ich gefragt habe, hey, wie findest du das Game, haben alle gesagt, dass sie mega Spaß bis jetzt hatten. Ja, das zu den Quests, also es sind auch nicht die schlechtesten Quests der Welt, es sind nicht die besten Quests der Welt, aber da sind einige sehr, sehr lustige und schöne Quests dabei. Ich bin gestern, musste ich so eine Subquest machen, ich dachte, ich muss so einen Drachen besiegen, ja, so einen heftigen. Und dann bin ich dann so einen riesigen Berg hochgeklettert und dann war das einfach so ein normaler Flugdrache, so den Kinder auch, den du quasi selbst an den Himmel bringen kannst. Ihr wisst, welche Drachen ich meine, hier so ein Lenkdrache, ja. Und dann konntest du dich da ans Seil schwingen und dann hast du dich einfach treiben lassen. Und es war einfach, ich kann es euch sagen, wie es ist, es war ein schöner Augenblick. Ja, dann im Sonnenuntergang die wunderbare Welt dahinter. Ey, das Game hat auch tolle Momente und auch lustige Momente. Ja, der geht einfach hin, mein Hamster geht einfach hin und pinkelt an die Schnellreisepfosten, um den zu markieren. Ich dachte, ich fall vom Glauben ab, ja, und ich find's immer wieder lustig. Ne? Oder wie die alten Weltdinge nennen. Den Klo, die Mikrowelle. Ey, für diese Kreativität im Wording. Mega. Es war ein 20-Mann-Team. Nicht vergessen. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Auch dieses 20, das darf keine Ausrede sein, weil es kostet 60 Euro. Es wurde auch vom Marketing her quasi ziemlich hochgepusht, aber auch von den Magazinen selbst hochgepusht, ja. Immer nur positive Worte verlieren, einen Hype erzeugen und dann so darüber urteilen, finde ich nicht fair. Warum werden nicht immer positive Dinge auch genannt, die es sicherlich in diesem Spiel gibt und das nicht zu wenig, ja. Gar nicht. Zu dem 20-Mann-Team ist halt so eine Sache, ja. Finde, die haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Macht wirklich viel Spaß an der Stelle. Bis jetzt und deswegen, was da im Marketing getrieben worden ist, ist halt so eine Sache, man will ja sein Produkt ja auch verkaufen. Ich finde, die 60 Euro, dazu komme ich gleich nochmal, das ist so eine Massensache, komme ich gleich zu. Das Klassendesign, ich habe euch ja schon gesagt, ich mache einen Ziehmagier, du kannst unterschiedliche Klassen machen und dann unterschiedliche Attribute wählen, wenn du levelst, finde ich mega. Ja, merk das auch. Ich baue einen Mage of Crit, ja, dunkle Seite der Macht, mega lässig, ja, jeder zockt Melee, jeder zockt Deadeye oder Range, ich mach einfach ein dunkles Ziehmagier, let's go, ey, macht Bock, ja, man merkt das schon richtig, ne, und das wirkt sich aus, auch jetzt das Craften, ja, die einzelnen Rüstungsteile sehen mega lustig aus, ja, und auch dort machen die Fähigkeiten, die Attribute der Rüstungsteile auch extrem viel aus, ja. Für mein Mage nehme ich zum Beispiel Energieladung, mehr Ki-Energie oder Chi-Energie, ja. Wie du es haben willst. Mehr auf Crit. Also, ich weiß nicht. Ja, es sind schon einige Sachen dabei, die extrem viel Spaß machen und wo ich jetzt schon merke, ich will auf jeden Fall auch nochmal einen kranken Melee zocken. Zweihand Crit, Attack Speed oder sowas. Ja, keine Ahnung, irgendwie so. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Leute. Ey, bei mir geht schon wieder eine Welt auf. Dann sieht man hier so einen Bossfight, auch der erste Weltenfresser. Gebockt, ey. Ein Boss mit mehreren Phasen. Ja, dann mit Vehikel dazu. Also, weiß nicht, fand's echt in Ordnung. Auch von der Schwierigkeitsgrad, vom Schwierigkeitsgrad her. Für jeden was dabei. Ich glaube, auf schwer werden sich auch einige schwer tun. Ne? Da könnt ihr mir nicht erzählen, dass das so einfach ist. Auch auf Fernkampf, je nachdem, was man so hat. Natürlich wird man am Ende stärker, aber es ist ja auch gut, wenn man sich mächtig fühlt. Ja? Also wie gesagt, auch diese leere Welt. Ich sag euch ganz ehrlich was. Es gibt erstens auf dieser großen Welt schnell Reisepunkte. Und dann zur leeren Welt mal ein anderer Gedankenanstoß. Was wäre denn,
wenn in dieser postapokalyptischen Welt noch gar nicht genug Bio-Hamster vorhanden sind. Und ich finde das gerade richtig geil, dass ich mal durch eine einsame Vorstadt laufe und dann zwar immer wieder kleine Gegnergruppen sind und ich mich übelst freue, dass ich dann da kämpfen kann, aber ich auch die Häuser durchsuchen kann und mich über den enorm coolen Loot. Und es macht extrem viel Spaß, hier die Welt zu entdecken und dann herauszufinden, was mit dem Loot ist, beziehungsweise was ich da finden kann. Ey Leute, ich kann euch nur sagen, ne? Ich bin kein Fanboy, aber ich muss euch sagen, testet es selbst. Testet es einfach selbst. Und die 60 Tacken, macht es einfach so, holt euch einen EA Premier Pass, ja, bucht den für einen Monat. Testet das Ding und dann kündigt ihr wieder. Für 15 Euro kann ich euch sagen, habt ihr auf jeden Fall nichts falsch gemacht oder wie viel das Ding kostet. Keine Ahnung. Ja, das kann ich euch nur sagen. Für mich 60 Euro, passt auf, ich sag euch was. 60 Euro, ich rechne das immer so. Wenn ich jetzt 40 Stunden spiele, ja, meinen ersten Char und ich werde auf jeden Fall auch noch mal einen anderen Char spielen. Also sagen wir so 60 bis 80 Stunden gespielt habe, das Ding mir 60 Euro kostet, dann habe ich bei 60 Stunden, kostet mich pro Stunde, habe ich 1 Euro bezahlt. Wo kriege ich denn heutzutage noch Spaß für 1 Euro? Ja? Also ganz ehrlich, wer hat denn kein Euro für eine Stunde Spielspaß? Ja? Über. Also keine Ahnung. Ja, wenn ich natürlich nur 10 Stunden Spaß habe, dann ist das was anderes. Aber wenn ich am Ende 60, 80, 100 Stunden Spielspaß hatte, ey, dann brauchen wir nicht über 60 Euro zu diskutieren am Ende des Tages. Und dann ist das Ding noch im Pass, ja, wo ihr sowieso für 14,99 € drankommt, dann ist sowieso egal. Ja? Also, wie gesagt, es gibt so eine Sache, testet es selbst. Ihr müsst euch ein eigenes Bild darüber machen, ist wie im Real Life. Über Menschen ein eigenes Bild machen, über Dinge ein eigenes Bild machen, über Aussagen immer selbst nachrecherchieren, ob die wirklich so wahr sind, wie sie sind. Glaubt nicht immer jedem alles. Hier, postet mal hier unten rein, wenn euch das Game gefällt. Postet es aber auch mir hier unten rein, wenn euch das Game nicht gefällt. Ich hoffe, ihr versteht meine Intention hinter dem Video und warum ich das jetzt veröffentlichen muss. Ich bin da einfach von Herzen her Gamer, ja, und ich möchte nicht, dass ihr irgendwie hier so ein Ding verpasst oder ihr euch unnötig beeinflussen lasst, weil ich weiß genau, für das kleine Geld macht ihr auf jeden Fall mit dem Titel nichts falsch. Und wenn doch, dann könnt ihr noch 100 andere Spiele testen. Da sind bestimmt welche dabei, die auch gut sind. Zum Beispiel die Legendary Edition von Mass Effect oder sowas. Ja, da kann ich euch mit gutem Gewissen sagen, okay, da habe ich euch einen guten Ratschlag gegeben, ja? Leute, bleibt gesund. Ja, schreibt mir in die Kommentare. Bin wirklich gespannt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ja, vielleicht im Stream. Ansonsten, wir hören uns. Bye, euer Dread. Ciao. With